Zur Vorbereitung auf die Kinetik beschäftigen wir uns nun ein wenig mit Massenträgheitsmomenten. In diesem Beispiel ein sehr klassisches Massenträgheitsmoment, nämlich jenes eines schlanken Rundstabes. Es ist die Dichte Rho gegeben und die Querschnittsfläche A, welche beide konstant sind. Das Ergebnis ist als Funktion der Masse m des Rundstabes, genauso wie man es auch in Tabellenbüchern findet, auszurechnen. Ich schreibe Ihnen einmal die Formel her, noch einmal für das JY, wobei ich das gleich JYY nenne, dass wir in dieser Tensornotation bleiben. Das ist also ein Integral über die Masse x² dm. In dem Fall ist das einfach x². Wir sind ja nur auf der x-Achse, alles andere ist sowieso 0 für die Mittellinie. Das heißt, das reicht uns aus, x² dm. So, und jetzt ist die Frage, na, wie schaut dieses dm aus? Wenn man x drinnen hat, muss man ja irgendwie das Ganze parametrisieren, dass man über x integrieren kann. Weil dm hängt sicher von x ab, also von der Länge im Endeffekt, von dem Stab hängt natürlich die Gesamtmasse ab. Das heißt, ich muss irgendwie das dx reinbringen. Was ist sozusagen die infinitesimale Masse? Ja, Rho dv ist einmal der erste Schritt, hätte ich auch gesagt, ja. Dichte mal Volumen ist die Masse, Dichte mal infinitesimales Volumen ist die infinitesimale Masse. Ja? Genau. Und dann braucht man nur noch schauen, was ist dieses dv? Und das ist da auch leicht. Das ist nämlich Rho mal Querschnittsfläche mal die Länge von dem Stab. Und dann hat man das dx drinnen. Also es geht im Endeffekt immer darum, auch bei allen späteren Beispielen, so kompliziert die auch sein mögen, es geht immer darum, dass man so ein dm zu einem Rho dv macht und dann das dv so parametrisiert, dass man die Abhängigkeit von der Koordinate kriegt, die hier im Integral vorne drinnen steht. Oder von allen, die dort drinnen stehen, wenn es mehrere sind. Ja, das setzen wir also hier ein. Das heißt, wir kriegen ein Integral über x. Ich schreibe die Grenzen dann später her. X² Rho mal a dx. Ich klammer es Ihnen ein, das ist dieses dm. Und die Grenzen laufen wie? Von 0 bis L. Also wir starten beim Koordinatenursprung und gehen bis zur Stablänge L. Das ist wichtig, weil das bestimmt die Lage des Koordinatensystems, des Bezugssystems. Wenn Sie da jetzt von minus L halbe bis plus L halbe gehen würden, dann kriegt man genau das Trägheitsmomentum und Schwerpunkt von dem Stab raus. Weil dann liegt das Koordinatensystem im Schwerpunkt. Das muss man berücksichtigen, das gibt ein anderes Ergebnis. Ja, also, das integriert über x ist x der dritten Drittel, Rho mal a, zwischen 0 und L, und das ist L der dritten Drittel, Rho mal a, wobei, schreiben wir es da noch her, Rho mal a mal L ist ja was? Das ist V, das heißt, das ist die Gesamtmasse vom Stab. Das kann man ja einsetzen. Wenn es um Massenträgheitsmomente geht, setzt man am besten dann wieder die Gesamtmasse ein. Das suggeriert ja auch die Einheit, Kilogramm, Meter, Quadrat, da sollte irgendwie eine Masse drinnen stehen. Dann setzen wir es wieder zurück ein. Das heißt, unser JYY ist dann ein Drittel m L². Und das ist schon die Lösung des Beispiels und das ist ein Massenträgheitsmoment, das man sich unbedingt merken sollte.